Da kann man sich doch nicht beklagen, oder? Also ich beschwere mich da nicht. Also das war eigentlich ganz in Ordnung. Hey, Moment, komm du mal her. Wieso bist du immun, Alter? Stopp, spottimmun, du. Kleines Missvieh. Hallo? Hier spielt die... Oh, okay, interessiert dich nicht. So, Hand der Freiheit. Einfach mal geused, so. War ich direkt free. So, warte mal. Müssen wir nicht hier so Eier klatschen? Mhm. So, komm mal her. Auf Fangnetz. Scheiß drauf. Mach kaputt. Na, jetzt ist er gefangen. Egal, ich kann ihn direkt wieder... Habe ich da gerade einen 17K-Hit drauf gemacht? Alter. Irgendwas war daran jetzt aber gerade komisch. Alter. Wieso habe ich denn so einen krassen Hit gemacht? Gibt's doch gar nicht. So. Ich hab dich jetzt einfach mal auch mal dazu gepult. Ist ja kein Problem. Noch einen dicken mehr oder weniger. Das macht ja keinen Unterschied. Eieiei. Die kleinen Viecher sind aber jetzt nervig, wenn ich keine Weihe unten habe. Desorientiert. Oh oh. Hilfe! Ah! Hallo! Puff! Mein Hand auflegen rettet mich mal immer wieder. Ich liebe mein Hand auflegen. Oh, guck mal, das hat sogar Bubble gezogen. Das ist doch mal was Feines. Hey, ich hab... Achso, ich hab keinen Kick ready gerade, okay. Alles klar, wollte gerade sagen, hä? Was soll die Scheiße denn jetzt? Ich will auch nicht vergessen, den Boss zu looten. Der hat das Quest-Item schon 1000 Mal vergessen. So, Eier sind alle kaputt. Hab ich die alle schon? Eier? 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 Ja. Ne, bleibt nur noch eine Quest übrig. Okay, meinetwegen. So, guck mal, Hadronox Horde. Hier ist so eine kleine Spidey hier unten, die Hadronox. Und die frisst sich gerne an Spinnen auf und heilt sich damit wieder. Von oben kommen jetzt eigentlich ganz so Mobs runter. Man muss jetzt so dicke Mobs klatschen und... Der Boss darf sich Hauptsache einfach nicht vollheilen und man kann den Boss verbuggen. Und zwar kommen, schließen sich dann oben die, die Tore nicht mit Netz und da kommen unendlich Gegner hinterher und man kann Hadronox nicht wirklich besiegen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich möchte das eigentlich verhindern, dass es passiert, aber gleichzeitig bin ich einer, der das sogar, weiß ich nicht, so anzieht so ein bisschen, weil, ja, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass es passiert, weil wenn er gleich kommt, dann soll man den erstmal die ganzen Gegner kaputt machen lassen und dann drauf gehen. Und ja, was ich gleich wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde einfach direkt drauf gehen. Einfach so, ohne zu warten. Oder irgendwie so ähnlich war das auf jeden Fall. Es passiert sogar manchmal, dass die Spinnen sogar Hadronox einfach töten. Ja, aber dann respawnt er halt eben. Na, ich warte jetzt einfach mal, bis du hochkommst, mein Schatz. Ist das euer Ernst? Das Ding ist noch nicht verschlossen. Egal, komm, wir hauen einfach drauf. Einfach drauf da. Weißt du, eventuell frisst sich das Ding hoch, eventuell aber auch nicht. Guck mal, das dreht sich sogar schon ein paar Mal zur Seite und könnte sich einfach gleich richtig fresh vollheilen. Aber ich glaube, das Ding geht einfach krepieren. Ja. Sieht so aus. Au! Au, 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 ich geh sterben. Ich geh sterben. Ich geh eindeutig sterben. Krass. Okay. Okay, vielleicht hätten wir die Spinne doch alles fressen lassen. Das ist doch gerade etwas blöd gewesen. Wo ist mein Lootfenster eigentlich hin? Das ist nicht mehr da. Ich will doch Gear drücken können oder Bedarf oder irgendwas. Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Ah, sind wir jetzt doch so verreckt? Da, 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 da. Ich könnte das feiern. Gib die Quest noch nicht ab. Erst, wenn ich auch die letzte abgeschlossen habe.
So, die Beine lassen sich wahrscheinlich von dem retten. Er kann sich ja totstellen. Ich sehe es ja schon. Massenwiederbelebung. Sehr geil, Hunter. Was? Mache ich auch immer. Was ist da los? Und ich krieg da nie Lob für. Ich stelle mich immer so schön tot. Weißt du, und mach hier, weiß ich nicht, Massenwiederbelebung, bekommen dafür kein Danke, weißt du, und hier, sehr geil, Hunter, voll der Pro. Zu mir sagt das keiner. Voll der Pro, sagen sie. Ich durfte jetzt also letzten Endes nicht mehr darauf rollen. Sehe ich das richtig? Ich habe doch nicht darauf gerollt, oder? Ich bin gestorben, bevor ich rollen könnte. Was machen die denn jetzt da oben noch? Mal eine richtig Entspannung. Kommt mal durch hier. Weiter, Jungs. Guck mal, hier ist ein Gegner. Mal einfach mal bei ihr hin. So, Keule ins Face und tschüssi, ich bin weg. Juhu. Ist gleich patschtot. Früher konnten die Kassi eisige Fahrer machen und alle sind voll auf dem Wasser aufgeklatscht und bam und tot. Ja, aber mittlerweile geht das hier nicht mehr mit eisige Fahrer. Wieso ist das hier so komisch gemarkt? Vergesst die Eier nicht oder was stand da gerade? Aha. So, und da unten haben wir schon den Endboss. Also ich sag ja, ist eigentlich relativ kurz. Wollte hier eigentlich nicht wirklich runterspringen, aber jetzt hat sich das einfach mal so ergeben. Ja, ich warte einfach mal, bevor ich pulle, weil die sind nicht so ganz lustig. Die sind nicht ganz so lustig. Die können mich kaputt machen. Macken mich kaputt. So, dann hätten wir gleich der Nexus, erzählen der Rup, schon mal fertig. So, dann fehlt ja nur noch Anker Heed, Feste direkt daran, die Violette Wässer und Gundrak, Halle des Steins. Moment. Die guten Invis haben wir dann schon eigentlich. Hallen des Steins. Und dann gibt es noch, warte mal, was gibt es noch? Hallen der Reflexion. Boah, da gibt es jetzt noch eigentlich ziemlich, da gibt es eigentlich etliche jetzt. Eigentlich bei Wrath of the Lich King. Guck mal, Anker Heed, Azuneru, Pugutgarde, das Ausschmessen von Stratum, das Oculus, die Seelenschmiede, Grube von Saron, Hallen der Blitze, Hallen der Reflexion, Prüfung des Champions, Tumutgarde. Ja, das sind schon mal die Dungeons, die uns offen stehen. So. Obwohl ich jetzt aufgehört habe, Sachen zu zählen, die wir, wo wir gerade schon rein können. Und die ersten paar habe ich noch gezählt, da wo wir schon rein können. Aber egal. Und ich glaube trotzdem, wir haben eine so große Auswahl an Dungeons, sodass wir sowieso 80 sind. Wenn wir alles fertig machen würden. Und ich glaube sogar darüber hinaus, das ist das mehr oder weniger das Problem. Ich würde es jetzt eigentlich nicht als Problem bezeichnen, aber... Ja doch, ich würde es als Problem bezeichnen. Da sah ich das Problem mit dem Questen nämlich, denn wir kamen viel zu schnell voran. Was nicht unbedingt schlecht ist, ne? Also es hieß ja Dungeons und Leveln und also Questen und so, aber... Oh Gott, jetzt müsst ihr euch beeilen. Das Ding schließt sich gleich sofort, so, nämlich... Lauf! Lauf rein! Ja, Esel... Wieso kann der noch durchschießen? Wieso kann er da noch durchschießen? Fragen aller Fragen. Wieso kann er da durchschießen? Jetzt habe ich gar nicht auf den Boden geguckt. Denkst du, kannst da durch? Nö. Naja. Chillst du halt einfach die Base dahinter. Wundert mich nur, dass er da durchschießen kann. Juhu! Mach ich mit einem Kollegen immer extra, weil wir dieser Dungeon sind. Einfach aufspießen lassen. Piu! Guck, so wie er jetzt. Ob der jetzt wohl einfach nach vorne springen kann mit Rückzug dann?
Lol, das ist gar nicht gekommen. Theoretisch könnte das Ding den aber vielleicht hochkicken und er könnte Rückzug hier reinmachen, ne? Theoretisch schon. So, guck mal, wir brauchen nur ein paar Mal draufhauen und das Ding wird sich auf jeden Fall wieder verpieseln. Was ich sehr schade finde. Finde ich ein bisschen nervig, dass ich sie nicht direkt erledigen kann. Oder? Oh, es geht doch! Es geht doch, es geht schnell! So, das benutze ich auf jeden Fall. So, ist das das Ding, wo ich gleich meine Quest abgeben kann oder muss ich gleich zum Anfang? Wer von denen ist eigentlich hier der Abgebmeister? Fuzzi, Typi. Eigentlich kein von denen. Muss ich mich nicht raus und reinporten? Oder ist es jetzt doch dieser hier? Ja doch, das ist der Pionier. Ah, zack. Füße sind eigentlich gut. Das sind dann die DD-Stiefel. Ich nehme die mal auch mal kurz mit. Obwohl die bestimmt ziemlich schnell schlecht werden. So, das sind hier wieder solche Tanky-Hände. Aber die sind ein bisschen besser. So, ich habe alles fertig. Nope. Bei Zufall bin ich nicht dabei. Ist mir zu riskant, dass ich bei irgendeinem Bullshit reinkomme. Azul in der Rup, raus hier aus dem Haken. Gundrak rein, Hallen des Steins rein. So, also. Was soll ich hier noch umklatschen? Ich möchte doch bestimmt noch irgendwas sterben gehen. Jetzt fehlt ein Heiler. Mist. Okay. Wir geben einfach, oder warte mal, machen, töten, was auch immer, da hinten einfach mal irgendwas. Blutschmaus. Ah, das ist für, sogar noch für die gleiche Quest, die wir hier gerade am machen sind. Ach so. So sieht das also aus. Naja. Ist doch schon mal ganz gut. Wir haben wieder irgendwie zwei neue Dungeons einfach mal kennengelernt. So, machen wir auch mal gleich noch. Hoffentlich Anker Heed, Feste Drakdaron, Violette Festung Gundrak und Hallen des Steins. Und kann mir gleich bestimmt schon gleich ausrechnen, wie viel, welches Level ich danach bin. Auf jeden Fall schon 77. 78, naja. Das wüsste ich jetzt nicht so ganz genau, aber kann durchaus passieren. So. Wo ist... Ach da, Blutschmaus. Geh verreckern. So, Blutschmaus ist besiegt. Also zurück zum Wimbro-Tempel. Ich glaube, das war es wirklich jetzt wieder mal fürs Erste. Weil, wegen Gurke, kein Heiler. Oh, ich habe mich getäuscht. Es ist nicht so. Na, das ist doch was Schönes. Was ganz, 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 ganz Schönes. Okay, mussten, ja, wenn alle DDs annehmen würden oder alle Member. Oder der Letzte. Ach ja, ich werde, glaube ich, jetzt immer wieder nach oben fliegen, obwohl es unten ist. Oh, Mann. Dance with somebody. Dance, dance, dance. Und abgebrochen. Und schon wieder für Feste Drakdaron. Das ist super. Egal, machen wir kurz einen kleinen Cut hier an diesem Punkt.